Hallo, hier ist der Lars von Rohe Energie. Herzlich willkommen. Ich wollte euch heute nochmal etwas Grundsätzliches zum Saft, Fasten oder überhaupt über Säfte erklären, weil ich letztens ein Gespräch mitgehört hatte, wo jemand, der keine Ahnung hatte, jemanden beraten hatte, der jetzt vorhatte, jetzt zum neuen Jahr mit Saftfasten zu beginnen. Und da war in Quintessenz dieses Gesprächs war, ist überhaupt gar kein Problem, kauf dir einfach irgendwelche Säfte, ne, im Supermarkt, und damit machst du dann Saftfasten und dann trinkst du abends, kannst du noch Brühe trinken, überhaupt kein Problem, das ist eine ganz tolle Sache. Das hat nichts mit Saftfasten zu tun. Warum? Es ist so, diese Säfte hier, die man kaufen kann, ja, im Supermarkt, die sind pasteurisiert. Die sind so bei ca. 70 Grad, werden die haltbar gemacht. Der hier hält jetzt bis, ich habe gar nicht drauf geguckt, der hält bestimmt ein halbes Jahr oder sowas, ja. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn etwas über 42 Grad erhitzt wird, das ist so die Grenze, wo Vitamine und Enzyme schon kaputt gehen. Und der Witz an den Säften ist, dass man ja eine relativ große Menge Gemüse und Obst in sich reinbekommt mit Säften, die man sonst niemals essen würde. Aber es muss roh sein, es muss frisch sein, es muss roh sein, und wenn ihr das Geld habt, dann kauft euch auch Bio für eure Säfte. Die Mineralien, die Vitamine und die Enzyme führen dazu bei den Saftfasten, dass der Körper endlich die Nährstoffe bekommt, die er wirklich braucht. Die meisten Leute ernähren sich sehr nur nach den Makronährstoffen. Was sind die Makronährstoffe? Das sind die Kohlenhydrate, die Proteine und die Fette. Und die achten nur darauf. Aber ganz, ganz wichtig, um satt zu werden, um gesund zu sein, um dem Körper die Möglichkeit zu geben, auch gesund zu werden, sind die Mikronährstoffe. Die Vitamine, die Mineralien und die Enzyme. Und das kriegt ihr nur, also kriegt ihr nicht nur, aber kriegt ihr sehr, sehr gut über solche Säfte rein. Je mehr Grün ihr im Saft zum Beispiel habt, desto mehr Mineralien habt ihr da drin. Habt ihr auch Calcium drin und da sind auch Proteine drin und ganz, ganz viele Sachen, von denen wir auch heute überhaupt noch nichts wissen. Die Wissenschaftler hat noch überhaupt nicht, ich glaube, die haben nur so 10% der Nährstoffe, die in Lebensmitteln sind, die vor allem in Pflanzen sind, überhaupt erst identifizieren können. Deswegen, ihr nehmt da total gute Sachen auf. Und dann ist es ganz wichtig, dass ihr die Sachen nicht fertig kauft, weil die gibt es nicht. Ihr könnt nirgendwo frische Säfte kaufen, außer in irgendwelchen Saftbars, die euch die frisch machen. Auch diese Sachen, diese Direktsäfte aus dem Kühlfach, die sind auch leicht erhitzt, damit sie halt einige Tage halten. Und das würde ich auch nicht empfehlen. Das Allerwichtigste wären frische, rohe Säfte. Und da gibt es verschiedene Arten, die zu machen. Das eine ist... Das, was ihr eigentlich immer da haben müsst, solltet, ja, ist eine Zitruspresse. Hier schneidet eine Zitrone, eine Orange, eine Grapefruit, was auch immer, in zwei Teile, setzt hier oben auf und könnt hier das schön auspressen. Gibt es auch mit der Hand, aber ich garantiere euch, da habt ihr nach ein paar Tagen keinen Bock mehr. Irgendeine günstige Lösung, die hat hier, glaube ich, deutlich unter 30 Euro gekostet. Ich mache euch auch Links zu den Produkten rein, damit ihr mal gucken könnt, was sowas kostet und ob ihr auch was anderes findet, was euch gefällt. Und hiermit könnt ihr euch immer, wenn ihr Bock habt, einen frischen Orangensaft zum Beispiel machen. Wir kaufen uns meistens so alle anderthalb bis zwei Wochen so 10 Kilo Orangen bei unserem Obst- und Gemüsehändler. Und dann haben wir immer welche da und damit machen wir auch unser Dressing. Und dazu gibt es dann auch noch andere Videos. Also das ist etwas, was sollte man immer da haben. Ne? Das kostet sehr wenig Geld und das bringt auch schon viel, wenn man morgens einfach einen frisch gepressten Orangensaft trinkt. Und dann gibt es zwei bis drei Arten von den Saftern, aber im Prinzip sind das diese beiden verschiedenen. Das ist ein Zentrifugalensafter hier. Der ist ja noch sogar größer als der hier. Das ist ein Slow Juicer, und zwar ein vertikaler Slow Juicer. Dazu erkläre ich gleich noch was. Nur vorab, diese hier sind dafür gedacht, Multivitaminsäfte zu machen. Man kann damit Orangensaft machen, Karottensaft, man kann auch grün entsaften, aber nicht gut alleine, sondern immer nur zusammen mit zum Beispiel Karotten oder Sellerie, mit Äpfeln oder solchen Sachen. Ja. Wenn ihr nur grün entsaften wollt, müsst ihr nach einem horizontalen Entsafter suchen und diesen aber dann wieder schlechter beim Entsaften zum Beispiel von Apfelstückchen oder Orangensaft oder sowas. Die am allgemeinsten gehalten werden können, mit dem man am meisten machen kann, sind diese hier, die sind ein Slow Juicer oder so ein Zentrifugalensafter. Die Zentrifugalensafter sind relativ günstig, die haben auch eine recht große Öffnung. Ihr seht hier diesen Stößel und hier den Stößel von dem hier. Da seht ihr, aha, die Öffnung von dem hier ist sehr klein, ja, da kann man nicht so viel auf einmal reinstecken, da muss man sehr viel vorschneiden und hier, da kann man
3-4 Karotten auf einmal reinschmeißen und der entsaftet das auch total schnell. Ja. Dann hat aber auch gewisse Nachteile. Das hier ist, ich mache euch das mal an, dann hört ihr erstmal, wie unterschiedlich laut die sind. Und hier dreht sich jetzt so ein Schneidwerk sozusagen, so eine Reibe ganz, ganz schnell. Und wenn man dann was reinschiebt, dann macht es und dann wird, kommt hier dann der Rest rein, der Trester, und hier kommt dann der Saft raus. Und das ist noch die niedrigste Stufe. Das klingt fast wie ein Flugzeug. Was bedeutet, wenn ihr eine Mietswohnung habt oder morgens um 5 entsaften müsst, während die Rest der Familie noch schläft, weil ihr euch den Saft für den Tag vorbereiten wollt, dann ist das vielleicht nicht die richtige Lösung. Der Witz ist aber, wenn die Lautstärke keine Probleme macht und ihr zum Beispiel eine große Familie habt und wollt für die ganze Familie Säfte machen, dann werdet ihr mit diesem hier keinen Spaß haben. Lasst den mal laufen. Der hat nur eine Geschwindigkeit. Da ist so eine Schnecke drin, die presst das aus. Hier kommt dann der Trester raus und hier der Saft. Nee, genau umgekehrt. Ich sitze jetzt verkehrt rum. Der macht hier noch einen deutlich hochwertigeren Saft, weil er das halt langsam macht. Der entsaftet es halt ganz langsam und der schmeckt besser und er macht auch besser satt, finde ich. Also er wird mehr Nährstoffe enthalten als dieser hier. Aber das ist hier die Pest, wenn man für mehr als eine Person damit Säfte machen will, zum Beispiel für den ganzen Tag, wenn man so sagt, zwei Leute machen Saftfasten, das dauert hier einfach länger. Das muss man einfach dazu sagen. Die Qualität ist besser, aber es dauert länger. Und der Witz ist, ihr müsst den Entsafter finden und die Entsafterfrage ist noch deutlich schwerer, als sich für einen Mixer zu entscheiden. Es gibt für jeden eine andere Art von Entsafter und es gibt für alles verschiedene Sachen. Hier das zum Beispiel eine Zitruspresse ist halt super, weil die lässt sich halt total schnell reinigen. Die hat man auseinandergenommen, schnell abgespült und fertig ist das Ganze. Das hier beides ist relativ aufwendig zu reinigen. Man braucht da schon so 10 Minuten, Viertelstunde, um das hier wieder sauber zu machen, anständig, damit es halt auch lange hält. Das hier ist was für Leute, die ein bisschen Zeit haben oder die sagen, ich trinke halt nur ein Glas oder ich mache Saftfasten, aber halt für eine Person. Wenn das zwei Personen machen wollen würden mit so einem hier, muss man es zeitversetzt machen. Weil ich brauche da, wenn ich mit dem hier die Säfte für den ganzen Tag mache, wenn ich Saftfasten mache, also zum Beispiel morgens, dann brauche ich mit dem hier mitschnippeln, weil ich muss sie relativ klein schnippeln und sauber machen 1,5 Stunden und mit dem hier nur so eine 3/4 Stunde. Ja? Das ist wichtig zu wissen, aber die Qualität von diesem hier kann nicht mit der Qualität von diesem hier mithalten. Das müsst ihr wirklich verstehen. Um euch weiter zu informieren übers Entsaften und Saftfasten, kann ich euch zwei Bücher empfehlen. Das beste Buch für Einsteiger ist definitiv von Norm Walker, Frische Frucht- und Gemüsesäfte. Das ist ein recht günstiges Buch. Ich glaube, es kostet nur 8 € oder sowas. Steht alles drin, was ihr wissen müsst, wofür die verschiedenen Säfte sind, was Entgiftung ist, wie man das Ganze macht und sehr, sehr interessant. Ja? Das ist so eine Standardlektüre. Und wenn ihr irgendwie krank seid oder sehr stark übergewichtig seid und sagt, ich möchte Entsaften benutzen, Saftfasten machen, um wieder gesund zu werden, dann lege ich euch dieses Buch hier ans Herz. Das ist Heile dich selbst von Markus Rotkranz. Da steht generell auch viel über Ernährung drin und wie man Krankheiten heilen kann. Und Saftfasten oder Säfte sind ein großer Bestandteil von seiner Ernährungsweise, ist sehr, sehr unterhaltsam geschrieben, gefällt mir sehr gut, gucke ich auch immer wieder rein. Zwei Sachen sind noch wichtig. Wenn ihr wirklich abnehmen wollt und wollt jetzt mit dem Saftfasten anfangen, dann werdet ihr unter Umständen, wenn ihr nicht eure Ernährung wirklich radikal ändert zu einem gesunden Essen, wird euch das nicht so viel bringen. Man kann sehr viel entgiften darüber, man kann auch abnehmen, man kann damit 60, 70 Kilo sogar abnehmen, das ist kein Problem. Es gibt Leute, die machen 60 Tage oder 100 Tage Saftfasten. Das ist überhaupt kein Problem, weil man da die Nährstoffe ja bekommt. Man kriegt die Vitamine, die Enzyme, die Mineralien kriegt man über diese Säfte. Deswegen kann man das machen, auch ohne ärztliche Beaufsichtigung. Das ist natürlich jetzt kein ärztlicher Rat, am besten lasst ihr euch nochmal durchchecken. Aber Wasserfasten zum Beispiel sollte man nur machen, wenn man von einem Arzt untersucht wird, dass das auch alles in Ordnung ist, weil da wird man sehr schwach. Mit Säften bleibt man auf einem guten Niveau. Wenn ihr jetzt aber, sagen wir mal, 10 Kilo
abnehmen wollt und ihr zieht diese Saftfasten jetzt mal so 20 Tage durch oder 30 Tage durch und ihr fühlt euch großartig und fangt danach an, wieder Pizza zu essen und Schnitzel und Pommes und Steak und Eier, dann werdet ihr das relativ schnell wieder drauf haben, weil der Körper dann natürlich auch ein Hungergefühl entwickelt. Also der Hunger geht hier nach ein paar Tagen weg mit dem Saftfasten, aber wenn ihr wieder anfangt zu essen, wird es sein, dass der vermehrt Hunger haben wird. Und dann ist das dem vielen Leuten passiert, dass die dann wieder zunehmen. Wichtig ist, sowas wie Saftfasten als Anlass zu nehmen, seine Ernährung zu ändern. Und wir sind jetzt seit knapp einem Jahr Veganer. Wir haben uns auch hier mit Saftfasten viel beschäftigt. Wir machen uns viele Smoothies und sowas. Und da kann ich euch nahezu garantieren, wenn ihr euch weiterhin mit viel Obst und Gemüse ernährt, sehr viele Pflanzen esst, Reis, Kartoffeln, Bananen, Smoothies, alles mögliche, gibt tausend Sachen, müsst ihr mal unsere Videos hier alle angucken, dann ist es so, dass ihr dann das Gewicht wirklich halten könnt. Ja? Eine vegane Ernährung ist nach meiner Erfahrung und nach unserer Erfahrung, Alexandra und meiner Erfahrung, eine super Sache, auch das Gewicht zu halten. Und wenn man sich sehr gesund ernährt, sehr viel Obst und Gemüse isst und ein bisschen Sport macht, dann kann man damit super auch abnehmen. Ja? Ich habe damit fast 20 Kilo jetzt abgenommen und hoffe, dass ich nochmal die letzten 5, 6, 7 Kilo auch noch verliere. Aber ich habe Zeit, weil das ist jetzt eine langfristige Sache bei mir. Deswegen ist es kein Problem. Eine andere Sache ist noch, wenn ihr Saftfasten macht, ihr müsst oder ihr solltet eine Darmreinigung machen. Wie genau, da müsst ihr mal in den Büchern nachgucken, deswegen da möchte ich eigentlich gar keine so genauen Empfehlungen aussprechen, weil jeder macht es halt ein bisschen anders. Man kann das mit Klaubersalz oder Bittersalz machen, aber nicht jedes Salz ist geeignet für jeden Menschen. Das wirkt immer unterschiedlich. Das steht aber in den Büchern hier auch drin, gerade in dem Heile dich selbst steht das drin. Aber besser wären halt Einläufe mit Wasser, die man, da müsst ihr mal googeln oder bei YouTube hier gucken, da gibt es mehrere Anleitungen, wie man sowas macht. Da kann ich euch auch einen Link machen zu so einem Irrigator, dann füllt man Wasser rein, da kommt so ein Schlauch. Und das führt dazu, dass die Giftstoffe, die in den Darm gepumpt werden, während des Saftfastens, es ist so, der Körper kann sich endlich mal ausruhen, der Darm muss nicht mehr arbeiten. Wenn ihr sonst was esst und ein bisschen im Stress seid auch, dann braucht der Körper für die Verdauung fast 70% seiner Energie. Wenn ihr Saftfasten macht, kann der Körper endlich, hat er endlich die Zeit auszumisten, aufzuräumen. Ja? Fängt an, die Giftstoffe abzubauen, die Sachen von den Amalgamfüllungen, die ihr mal hattet oder habt, aus der Leber zu ziehen, aus den Zellen, aus dem Fett. Ja, ihr nehmt ja auch ab, aus dem Fett sind ja auch Giftstoffe, kommen raus und die müssen durch den Blutkreis laufen, durch das Lymphsystem und kommen in die Leber und die Leber schmeißt in euren Darm, aber da ihr nichts esst, sondern nur Säfte trinkt, bleibt es dann im Darm. Und dann kann es zu Rückvergiftungen führen, kommen. Und deswegen wäre es gut, wenn ihr alle paar Tage oder jeden Tag einen Einlauf macht. Das dauert so eine halbe Stunde und dann ist das alles raus und dann geht es euch auch total gut. Und da lösen sich dann auch der ganze Plack, falls ihr euch stark mit Tierprodukten ernährt habt, euer ganzer Darm wird dann überzogen sein von so Plack, von so stickem Schleim. Und den könnt ihr damit halt super rauskriegen und dann hat der Darm auch wieder die Möglichkeit, die ganzen Vitamine und Nährstoffe rauszuziehen. Und das ist eine sehr heilende Wirkung und damit kann man auch Allergien heilen und so und ganz viele andere Sachen noch. Gut. Damit es nicht so lang wird, das ist jetzt schon relativ lang, ja, fast 14 Minuten, brechen wir das jetzt hier mal ab. Wir haben ja noch ganz viele andere Videos, ich wollte es nur noch mal erklären. Also mit gekauften Säften, das ist zwar eine lustige Idee, aber das ist nicht so geeignet. Dann nochmal zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, mit Brühen abends trinken würde ich auch nicht machen, weil diese ganzen Gemüsebrühen haben relativ viel Salz, außer ihr kocht euch selber eine Gemüsebrühe ohne Salz, dann ist es okay, ja. Aber die meisten rühren sich halt fertig Brühen an und da ist relativ viel Salz drin und das führt dazu, dass ihr wieder halt Wasser auch wieder einlagert. Das wollt ihr ja nicht, ihr wollt ja abnehmen und der Körper soll ja auch entgiften und Salz ist in gewissen Dosen halt auch ein Gift. Deswegen würde ich während des Saftfastens kein Salz zu mir nehmen. Gut, ich wünsche euch alles Gute. Ich möchte euch noch bitten, dass ihr uns einen Daumen nach oben gebt. Das wäre total nett und uns abonniert. Dann seht ihr auch neue Videos von uns. Wir haben auch ganz viele Tipps außerhalb von veganer Ernährung und jetzt Saftfasten und sowas. Wir versuchen euch halt ein paar Infos zu geben, damit ihr halt gesünder werden könnt oder eure Gesundheit erhalten könnt. Und bedanke mich fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!